Cemetery Runner. So, einmal speichern. Die Stimmen wieder mal ignorieren und dann... Ah, hier sind wir ja gleich in der Kirche. So, dann können wir da auch gleich noch... Huch. Lovely evening. Ja, gut, schön. Können wir ja gleich mal Bericht erstatten. So, Clan Tremere. Man mag sie scheuen, argwöhnen, fürchten oder hassen, aber die abgeschiedenen Tremere werden niemals ignoriert. Ja, dieses Kreuz ist super. Es ist... Ich liebe es. So, Venus, hallo. Ja, ich habe der Nachricht überbracht, Göttin. Ja, vorhin hat das auch geklappt. Okay, schon dort. Mann, die Musik ist hier genauso laut wie da unten. Wollen wir mit ins Clubgeschäft einsteigen? Die Stimmen haben mich abgelenkt, Boris? Wie der Neumond werde ich angezogen, aber leuchte nicht selbst. Nicht so aufregend wie Knochen zerbrechen, aber warum nicht? Was soll ich darauf jetzt antworten? Clubgeschäft einsteigen? Ja, nein, vielleicht. Boris? Vier? Okay. Ja, quatsche bis zur Erschöpfung, Göttin. A club to run, so I'll be blunt. I refuse to fuck that fat misogynistical man. Yeah. One more time to hold on to the club. So I need someone to eliminate him. Do this, and I'll make you a silent partner. Stille Teilhabe. Oh ja, ich bin ganz Ohr. Ich wurde zwar ermordet, aber ich bin kein Mörder. Ich werde zu Mars. Um dich vor Vulkan zu retten, Liebesgöttin. Göttin, du bekundest Einfältigkeit. Ein Mörder sind wir ja eigentlich, also sind wir ja nicht. Will ich auch nicht werden. Bis jetzt war es eins nur entweder Notwehr vor irgendwelchen Straßengangstern oder... Naja, okay, wir sind ja in die Tiefgarage rein. Ach, was ist denn? Ja, hier, komm, hier. Ich werde zu Mars. Oh, danke schön. Empire Mafia Schlüssel. Lass mich raten, ist der 6. Stock. So, ja, das Amt des Zaren endet in Kürze. Und ich recke und strecke mich. So, Metzeln und Schnitzeln ist gar kein Problem. Das sind alles nur Mörder, Diebe und Schlimmeres. Und ja, wir machen das, naja. Wir machen die Straßen dieser Stadt einfach sicherer. Also, wo hat ihr denn ihr Büro? Was ist das hier? Huch! Oh, in der Brieftasche. Hat keiner gesehen. E-Mail! Passwort? Ja, hier bitte. Sklave. Ach du Scheiße. So, heute Abend. Ich dachte, wir könnten uns heute Abend treffen, wenn es euch beliebt, Herren von Larry. Interessant. Ja, weiß ich nicht. Larry hat doch dann... Nee. Was war das? Die Außenwelt glitschte so durch den Türspalt durch.
So, auf. Was wollen wir machen? Wir sind jetzt schon mal da. Aber... Nech. Ach, das sind immer so Nebenquests. Aber machen wir. Wir sind ja gerade da. So, Schlüsselchen haben wir. Dürfen garantiert in den letzten Stock fahren. Da war ja alles abgeschlossen und dann... müssen wir ein bisschen Messerarbeit leisten. Hä? Wo geht's denn hier hin? Ach, hier ist ja der Club. Hä? Ich habe mich gerade in der Seite geirrt. So, 6. Stock, s'il vous plaît. So, Zeit zu speichern. Zeit, unser Outfit anzupassen. Jiha. Und ich würde sagen... Stufe 7. Stufe 7? Stufe 7? Knacken, knacken, knacken. Knacken. Schlösser knacken. Hä? Ach da. 4. Mist, kriegen wir nicht hin. Ja. Es ist sehr schön. Oh. Symptoms that include fever, hacking cough, nausea, rashes or sores, painful discharges or sustained bleed. Ja, ich will gar nicht lange stören. Ich bin eigentlich Zimmerservice. So, wir sind ja nur hier. Um Boris die Klinge einen Besuch abzustatten. Wird das Boris? Anscheinend nicht. Mist. Das wäre aber auch zu einfach gewesen. Oh. Hallo. Hasta la vis. Who the hell are you? Ja, du bist ein Schlüssel. Mach. Mach einfach, was du natürlicherweise tun würdest. Ich trage Worte in der Göttin für den Mann hinter dieser Tür mit mir. You give me message. I take the hit. Ja, wir sparen uns mal den Blutpunkt, denke ich. Diese Nachricht ist einzig und allein für seine Ohren bestimmt. Ich habe mein Wort gegeben. Very well. Ja. Follow me. Das hat ja geklappt. Ich speichere mal. Oh, in Filmsequenzen kein Speichern möglich. Ach, jetzt sehen wir uns auch mal von vorne. Who the hell are you? Ja gut, dass er das zum Schluss nochmal gesagt hat. So, ich bin der Herold einer Göttin mit einer Nachricht. Bestimmt für ihre Ohren. Maniac, who let you in? Dima, put this mad dog down. Ja, wenn es nicht wichtig wäre, wäre ich auch nicht hier. Du bist nicht interessiert. In 10 seconds I have him blow whole size of baseball in your head. Tell me why you come. Boah, also wie rüde. So, die Göttin Venus. Goddess. Ja, die Göttin zollt nicht länger Tribut oder lässt dich ihren Tempel entweihen. Ja, das finde ich gut. Spoiled American bitch. She pay you. You want to make money? Go back over to stupid club. You find ungrateful little girl there and you kill her. I pay you. I see she trusts you. For you to do this, it will be easy. Okay, wir könnten jetzt hier die Seiten wechseln. Ja, entweder wir machen jetzt Venus platt oder... Okay, na Quatsch, was wollte ich sagen? Entweder wir helfen Venus oder wir arbeiten jetzt hier mit diesem sympathischen jungen Mann
zusammen. Die Antwort ist ja wohl klar. Nils, Kamerad. Ja, Paschli, nix da, ich bleib hier. So, bleiben Sie dem Tempel der Göttin fern. Oh, Alter. Alter Schwede, wer kommt da runter? Huch! Alter Schwede, das ging aber... Mein lieber Herr Gesangsverein. Ach, und dass ich ihn da oben raufgeboxt habe, das hat's auch nicht besser gemacht. Ja, das wollten wir. So. Bonsoir. Nee, das war Nummer 7. Das war hier die mega geile... Es wäre natürlich nicht verkehrt. Wenn wir mal ein bisschen aufräumen. Jo, der hatte auch unordentliche Kinder dabei. Ich speichere kurz mal. Ja, danke schön. Witnesses saw the vigilante run from the diner after they were alerted by the sound of gunfire inside. Police have stated that vigilantism will not be tolerated and that they know. So, dann schleichen wir uns doch mal an. Dann schnetzeln wir den ein. Und dann schnetzeln wir den Alter. Tuesday morning, because he smelled it a mile away, the mystery creature is thought to be some form of giant octopus. Ja. Though marine biologists then have examined the monster. Ja. So. Dann haben wir das doch auch hingekriegt. Was ist das? Immer am Ball bleiben. Was ist das? Was? Recherche von 6. Ist ja immer der gleiche Text da. Hä? Nun gut. So. Einmal Holz dann. Wir wollen ja nicht gleich so auffällig sein. So, kriegen wir jetzt schon Besuch. Ich würde nochmal speichern. Dann, machen wir nochmal den gleichen Schachzug wie von vorhin. Hier ist das Klo. Wo ist Putzelchen? Hä? Putzelchen ist weg. So, aber oh! Na komm her! Alter, die haben aber... Was ist hier los? Ich will doch nur ganz in Ruhe Messer und Schnitzel. Also der eine muss... Huch! Alter! Lädt er gerade nach? Ja, er lädt gerade nach. Okay, dann warten wir doch mal, bis er seine Munition verschossen hat und dann... werde ich ihn ein bisschen seines Blutes erleichtern. Ja, komm, irgendwann musst du doch nachladen. Ja, hallo! Mist! Was? Es hat ja super funktioniert. Ist mega gut, hat das funktioniert. Mann, es ist doch nicht... Ach. Ich weiß es nicht. So, können wir das irgendwie nochmal... Das war waffenloser Kampf. Okay, der ist bei 2. Handgemenge könnten wir vielleicht nochmal optimieren. Ja. Naja, 7 Punkte. Bis jetzt funktioniert es ja noch. Die stoßen uns ja nicht weg. Heißt also... Huch, jetzt sind wir wieder vorne. Okay, ich glaube, wir müssen... Hä?
Nee. Okay, einmal hier rum. Das ist jetzt die große Frage. Employees only? Da können wir nicht rein. Die große Frage ist... Stufe 9. Wo sind wir denn? Der Nummer 6. Die große Frage ist dann wirklich, lässt er uns jetzt noch rein? Kriegen wir noch die Gesprächsoption? Oder werden wir gleich geschnetzelt? Also der Typ ist schon mal verschwunden. Ich speichere mal. Ach, Gesundheit ist, naja, knapplich 90-80%. Shot was me. So. What the hell do you think you're doing? Ja, ich metzel und schnetzel mich durch die Gegend und ich bin der Herold einer Göttin mit einer Nachricht, bestimmt für ihre Uhren. Maniac, who let you in? Dima, put this mad dog down. Ja, Dima ist nicht mehr da. In 10 seconds I have him blow hole size of baseball in your head. Tell me why you come. Ja, die Göttin Venus. Goddess. Die Göttin zollt nicht länger Tribut oder lässt sich ihren Tempel entweihen. Spoiled American bitch. Ja, du wiederholst dich. Money. Go back over to stupid club. You find ungrateful little girl there and you kill her. I pay you. I see she trusts you. For you to do this, it will be easy. Ja, nicht, Kamerad, nicht. You will get nothing from me. Go tell that bitch she can pack up little club. Her name is coming off it. Get the hell out of here. Pashli, go. Oh doch, ich bekomme etwas von dir. Dein Leben. Oh, eine Glocke. Dankeschön. Und 2 Erfahrungen gewonnen. Ah, wir können noch einen Ring abgreifen. Der Computer ist nicht an. Das ist ein abgefahrener Monitor. So, das war doch halbwegs Stimme. Oh, da oben liegt ja noch was. Das ist. Oh, Geldklammer. Hallo. 2. Die liegen einfach mal so rum bei dem feinen Herrn. Ja. Interessant. So, raus hier. Auf zu den Fahrstühlen. Wir könnten ja dann auch nochmal wiederkommen, wenn dann unser. Wenn dann mal unser Knacken-Skill. Der war ja bei 7 und das andere war bei 9, oder? Ein Update on the Elizabeth Dane. The ghost ship was towed into county water. Ja, ich glaube schon. Ja, hier ist zu. Ach so, das war ja die 9er Tür. Ne, 7, das ist die 7. Warum geht denn das da jetzt nicht mehr auf? Verstehe nicht. Kommen wir hier durch? Ja, sehr schön. Auf geht's. So, vor Sinnflut. Ja, tut mir leid, aber so schnell konnte ich nur wirklich nicht lesen. Irgendwas mit vor Sinnflutlichen. Ach, ja, schön. Ich, vielen Dank für den wunderbaren Besuch in Ihrem vortrefflichen Etablissement. So, der Sabbat hatte seine Aktivitäten kürzlich verstärkt und strebt aktiv nach der Herrschaft über Chicago, Atlanta, Washington DC und andere von Ahnen kontrollierte Städte. Dass sie sich immer so recken und strecken muss. Auf zum... Wie hieß der Laden hier? Zum Confession. Dann sagen wir kurz Venus Bescheid und dann würde ich sagen, geht's endlich ins Last Round. Apropos Last Round. Na, ist doch. Yeah. Wenn ich da drin stehe, dreht sich das nicht mehr automatisch. Wenn ich jetzt. Komm, jetzt ist doch. Hallo Venus! There you are. Finished yet? Oh ja, lass uns in deine Höhle gehen. Es klingt. Halb unanständig. What? Ja, lass uns in deine Höhle gehen. Yeah, I can't
can't hear you. Ja, ich kann dich auch nicht verstehen. Ja, ja, lass uns mal in dein Büro gehen. So, wie das? Boris? Ja, Boris in der Zahl viel. That Boris' blood? Guess we're partners then. If you only knew what I had to do over the years to keep this place open. Tell you what, partner. Come in every few days and I'll give you your cut. Here's tonight. I've got some money to make us. Ooh. I'll hold your share of the profits. Don't forget to drop by and scoop them up once in a while, hm? Ja, ich kehre mit den Sternen zurück, Göttin. Die Früchte meiner Fieberträume würden diese Wände hervorragend bemalen. Ich bin jetzt fort. Wie hoffentlich bald auch der durchgedrehte Spieß in deinem Tor. Was? Was? Ich... was? So. Alter, hier geht's ja ab. Das Spiel macht einem die moralischen Entscheidungen echt einfach. Also hätten wir jetzt auch irgendwie Boris Vorschlag angenommen, der steht da und ballert einem einfach mit seiner Knarre in die Fresse. Also was ist denn, das ist jetzt nicht irgendwie die feine Englische oder es zeugt nicht vom guten Handlungsgeschick. Das, also wie soll ich denn Venus töten, wenn er mir gleich irgendwie in den Kopf schießen möchte? Das ist ein bisschen merkwürdig. So, Clan Ventru. Ja, das haben wir ja schon. So, die alten Familien, skrupellos, Konzernen, Aufsteigern, Politikern. Sie sorgen für Stabilität und Ordnung in der Kamera. Good evening. Da, jetzt endlich. Uch. Jetzt endlich zum Last Round. Da liegt immer noch das Messer rum. Wir müssen jetzt hier. Da geht's nur zur Tiefgarage runter. Da liegt noch ein Messer. Dann muss ich jetzt. Das sieht hier auch noch. Da gehen wir jetzt auch. Ich glaube, da gehen wir mal auf dem Rückweg rein. So. Die beiden gerade, die sich unterhalten. Wie mit Stimmen aus der Muppet Show. Die Oper. Es sieht ja auch echt abgefahren aus. Ein skelettierter Weltraumfahrer mit Heiligenschein, der von Tentakeln wahrscheinlich eher ausgesogen als versorgt wird. Ach. So, das Last Round ist hier um diese letzte Ecke. Ja! So, einmal speichern. Ich bin ein Speicherverrückter. So. Vorsintflutlicher, ein Angehöriger der gefürchteten dritten Generation, einer der ältesten existierenden Vampire. Ja, geschafft! Huch, ja, nee. Erstmal mit ihm. So, ich suche Weisheit über diesen blutrünstigen Umstand. Welcher blutrünstige Umstand? So, Ghoul Patty, stellt kein Problem mehr dar. Good work. Ghouls ain't nothing but trouble, if you ask me. It's a weakness, pure and simple. Ja, der Typ ist gar nicht voreingenommen. Aha, super. So, darf ich in deinen grauen Zellen wühlen? Der Nebel verbirgt unsere Art noch immer. Durchgeknallt das Geld. Lebewohl! Ja, auf Wiedersehen. Der Typ. Oh, Call of Duty Flipper. Ah, stimmt. Hatten wir ja am Hafen auch schon gesehen. So, Damsel. Ja, sie nennt mich Cam. Toll. Dankeschön. So, Paul ist tot. Das war kein Gerücht. We told him to burn the blood and go to the hospital. Said he thought he'd get over it. And are stubborn that way. This proves the plague bearer's gotta be found. Ja, die Pesttaube ist ausgestorben. Die Liebe tötete dein Schmusetier, siehst du? Ich werde die Taube schon aufscheuchen. Warte und schaue. Ja, war jetzt, Königin Locke. War sie jetzt die Pestträgerin?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, die Pesttaube ist ausgestorben. Right on. Except we dusted a second one over near the convention center. They're part of some doomsday cult, apparently. No telling how many there are, but it's open season on all these sick sons of bitches. Okay. Scheint, es gibt noch einen anderen Arm. Mehr Tauben für diese Katze Krallen. Sie zieht schon ihre Runden. So, na gut. Unser Questbuch ist aktualisiert. Es gibt noch mehr Messerarbeit zu tun. So, raus hier.